So, und weiter geht's. Eigentlich wollte ich ja beim Schneider anfangen, die Folge. Bin auch schon hier aus der Bucht oder Schlucht oder was, wie auch immer man es nennen möchte, raus. Aber da bin ich auf die Dame Veronika getroffen, die mir hier noch eine Quest geben möchte. Die wollte ich doch in der Folge annehmen. So, schauen wir mal, was die Ihr habt will. nicht zufällig einen verängstigten Schneider herumirren sehen? Sein Name ist Oday Philippe. Ich bin seine Frau und ich würde ihn sehr gerne finden. Doch, den kennen wir. Das klingt nach meinem süßen Oday. Der liebste Mann der Welt, aber so hilflos wie ein Kätzchen. Wir haben die Nacht im Lager der Löwengarde hier in der Nähe verbracht. Und er muss sich wohl verlaufen haben. Manchmal schlafwandelt er. Oday ist nicht ans harte Leben gewöhnt. Das habe ich schon gemerkt. Oh, ich hoffe, er fürchtet sich nicht zu sehr. Oday erschreckt sich doch sogar schon vor Rehen. Ich hatte vor, ihn zum Haus meiner Mutter in Wegesruh zu bringen. Sie hat einen Narren an Oday gefressen. Ich kann mich besser auf meine Arbeit konzentrieren, wenn ich weiß, dass Oday in Sicherheit ist. Ja, wir sollten sowieso, beziehungsweise ja, er sollte hier vorbeikommen, beziehungsweise wir müssen sowieso zu Oh, ihm. seht nur, da ist er ja. Das arme, gebeutelte Schätzchen. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Aber ich werde mich erst wirklich besser fühlen, wenn ich ihn sicher zum Haus meiner Mutter gebracht habe. Ich liebe ihn einfach abgöttisch. Es wäre schrecklich, wenn ihm etwas zustoßen würde. Irgendwie bemuttert sie ihn so ein bisschen, beziehungsweise eigentlich so ein bisschen eigentlich umgekehrt. Ja, hier wird Schultern geben, zwar leichte Rüstung, aber sowieso für Stufe 12, das sind wir noch nicht. Egal. Seid ihr ja, mein armer Schatz. Ihr seid sicher wieder schlafgewandelt. Als ich aufgewacht bin, wart ihr weg. Ja, meine Liebe, Schlafwandeln, wieder einmal. Hat mein kleiner Knuddelbär sich gefürchtet? Jetzt seid ihr in Sicherheit. Ich bringe euch zu meiner Mutter, dann fühlt ihr euch im Nu wieder pudelwohl. Und keine Angst, ich erschlage alles und jeden, was Ja, sich meine uns in Liebe, den Weg ich stellt. bin mir sicher, dass ihr das tut. Also, das war genug Aufregung für einen Tag. Kommt, mein Zuckerstück. Je schneller wir euch in Sicherheit bringen, desto schneller kann ich mich wieder an die Arbeit machen. Vergesst nicht, euch bei dem netten Fremden für die Hilfe zu bedanken, mein Liebster. Danke, Fremde. Danke Hallo? für nichts. Witzig, was ist sehr für ein Arschloch um dich? Hallo, ich hab seine Sachen hier noch. Die will er scheinbar nicht mehr. Naja, dann halt nicht. Er klingt nicht so richtig begeistert davon, dass seine Frau hier auf ihn wartet, muss ich sagen. Also, da hätte ich jetzt mit anderem gerechnet. So, was machen wir denn zuerst? Hier ist das Feldlager. Hier muss ich eigentlich zwei Quests abgeben. Egal, wir gehen erstmal gerade hier rein. Auch wenn ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass wir in dem anderen Dorf noch Quests bekommen würden. Aber was soll's. Puck du da nur hin. Zombies. Hatten wir schon mal richtige Zombies? Ich glaube nicht. Ich meine, wir hatten schon Werwölfe und alles, aber Zombies kann ich mich jetzt noch nicht erinnern. So, das hier ist auch wieder so ein richtiger Punkt. Oder könnte vielleicht auch wieder so eine richtige, dass man hier irgendwie was richtig verändern kann an dem Lager. So, Kommandant Maron, Allee, alles, was auch immer. Ah, ein neuer Rekrut. Wenn ihr hier seid, um zu helfen, können wir euch gut gebrauchen. Naja, wir sind nicht direkt hier, um zu helfen, aber Tun wir das nicht alle, mein Freund? Tun wir das nicht alle? Wir könnten einander vielleicht helfen, aber wir haben andere Angelegenheiten, um die wir uns zuerst kümmern müssen. und da werde ich mich wahrscheinlich wie immer drum Wir kümmern. haben es hier wortwörtlich mit einem Aufstand der Untoten zu tun. Unsere Patrouillen durchstreifen die Wildnis, während unsere wichtigste Zaubermeisterin nach einem magischen Relikt sucht, das uns helfen soll. Aber ich mache mir Sorgen. Einige unserer Patrouillen sind nicht zurückgekommen. Ich gehe fast eher davon aus, dass wir der Magierin helfen sollen oder der Die Zaubermeisterin. Löwengarde braucht üblicherweise keine fremde Hilfe. Aber es sind ernste Zeiten. Tut, was ihr könnt, um allen Patrouillen zu helfen, auf die ihr stoßt. Und falls ihr auf Magierin Benele trefft, könnt ihr vielleicht auch aushelfen. Natürlich Stendar doch. segne euch. Fragen haben wir eigentlich keine. So, schauen wir mal gerade. Drei Patrouillen scheinbar. Doch, da oben ist sowieso noch ein Wegschrein. Den nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Grüße. Auch wenn ich mich während den Folgen immer noch nicht geportet habe. Fällt mir gerade mal so ein. Aber, huch. Achso, ja. Hier könnte ich mich natürlich jetzt einfach zu anderen
zu den anderen Punkten teleportieren, aber das brauchen wir jetzt nicht. So, bis jetzt habe ich mit Patrouillenquests schlechte Erfahrungen gemacht. Da war meistens irgendwie eine Dreiergruppe dann. Oh oh. Hey, ich werde geheilt. Und das ist hier der andere Spieler, der unterwegs ist. Was hat er? Ist der noch auf keinen anderen Spieler getroffen? Der sah so aus, als wollte er mich angreifen. Hab Dank. Ja, gern geschehen. Gerne wieder. So, das waren auf jeden Fall nur zwei und glücklicherweise hat er so lange einfach getankt. Das ist natürlich mit das Praktischste. Was geht denn hier ab? Okay. Okay. Der ist... Ja, da frage ich mich jetzt, ob man, wenn man die Quest anders macht, also irgendeine Quest prinzipiell bei den Werwölfen, ob man dann tatsächlich zum Werwolf wird. Weil... Ja, das war ja wohl eindeutig ein Werwolf. Ne, hier wurde ich auch wieder geheilt. Das war scheinbar doch nicht der Spieler, der da eben das stand. Weiß ich zu schätzen. So, das war Nummer 2. Gucken wir so ein bisschen an den Zombies dran vorbeikommen. Prinzipiell wird Leveln zwar wahrscheinlich nicht schaden, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Neue Schuhe. Nö, brauche ich nicht. Ja, mal gucken. Wenn ich hier irgendwie das nächste Mal in eine Stadt komme, werde ich auf jeden Fall schauen, ob ich mir... dann tatsächlich endlich mal Schultern herstellen kann. Und eventuell, vielleicht kann ich da sogar irgendwie einen neuen Bogen mal machen. Das wäre eigentlich so das, was ich am coolsten fände, wenn ich da irgendwie was hinbekommen würde. Ach! Jetzt weiß ich, was das ist. Ich habe am Ende der letzten oder nach der letzten Folge hatte ich noch Skillpunkte verteilt. Und ich habe einen Punkt, dass wenn ich einen Zauber auf den Mobs drauf habe, also das, was ich auf meiner 3 liegen habe, dann, dann heile ich mich und dann fülle ich meine Ausdauer und meine Magie auf. Das ist das. Das heißt, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwie hier... externe Hilfe hatte, also dass mir entweder die NPCs oder ein Spieler geholfen haben, sondern das war tatsächlich einfach nur die Skillung, die ich habe. Muss man auch erstmal dran denken. Ich habe einen Kater von der Größe. Eigentlich habe ich gestern die Aufnahme erst gemacht und auch den Skillpunkt verteilt, aber das hatte ich irgendwie wieder vergessen. Bliskrock oder wie auch immer. Kynarit sei Dank, dass ich jemanden gefunden habe, der noch lebt. Ihr wisst gar nicht, wie viele Leute ich schon getroffen habe, die von den Kultisten oder ihren Kreaturen zerfetzt wurden. Ach, ich glaube nicht so viele, wie wir schon getroffen haben. Ich war mit Zaubermeisterin Benele hier in der Nähe in Merovex Torheit auf der Suche nach einem wichtigen Relikt. Als die Untoten uns angriffen, sahen wir uns zum Rückzug gezwungen. Doch die Magierin bestand darauf, dass sie kurz davor war, etwas zu finden. Sie hat so eine magische Sache gemacht und ist verschwunden. Ich würde mal sagen, ein Portal. Sie sagte, eine Krypta hier in der Nähe würde ein Relikt bergen, das wir brauchen, um Angov zu besiegen. Ich wäre an ihrer Seite geblieben, aber sie ist einfach verschwunden. Ich habe Kommandant Ailes gesagt, was geschehen ist, und er sagte, ich soll euch suchen und euch davon erzählen. Das ist auch gut so. Wenn er uns jetzt noch sagt, wo die Krypta ist, dann ist alles perfekt. Die Krypta muss irgendwo bei den Ruinen von Merovex Torheit sein. Sie hatte ein Tagebuch, in das sie andauernd geschrieben hat. Ich bin sicher, es enthält die genaue Lage der Krypta. Unser Lager ist westlich des Armeelagers. Ihr Tagebuch ist wahrscheinlich immer noch dort. Okay, was macht die sonst so? Zaubermeisterin Benele ist ja ganz nett, aber unvernünftig. Selbst während der heftigsten Kämpfe hat sie kaum von ihren Büchern und Schriftrollen aufgeschaut. Oh, sie hat einmal ein kleines Päuschen eingelegt, um einen Zombie zu verbrutzeln, der zu nah an sie herangekommen war. Aber ansonsten hat sie sich von nichts stören lassen. Und die ist mir sympathisch. Die schert sich nicht groß um was und weiß genau, wo ihre Stärken sind. So, das Lager. Wo haben wir das denn? Ja.
bescheuert? Bescheuert, ich sehe das Lager nicht auf der Map. Da vielleicht? Nee. Da? Nein. Hof. Und das sind die anderen beiden Quests. Sag mal. Der sucht das Lager von... Ja. Da irgendwo. Ah, da ist der kleine Punkt. Okay. Ich wollte gerade sagen, die hätten wir ein bisschen größer machen können, aber ja, gut. Wenn sie den größer gemacht hätten, dann wäre das Lager natürlich nicht so genau definiert gewesen. Aber trotzdem, das, da hätte man vielleicht auch einfach nur so einen Punkt hinmachen können. Prinzipiell wird es ja sowieso immer direkt dann angezeigt, wenn man da ist. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man grob in die Richtung läuft und dann irgendwann noch findet man es. Sondern eigentlich hat man es ja immer direkt. So, hier ist auf jeden Fall das Lager, da liegt die Notiz, aber hier haben wir noch Sir Malik Nasi. Mal gucken, was der uns noch für eine Aufgabe gibt. Blut der Ahnen. Angoffs Schergen lassen einem keine Pause. Eigentlich bin ich keiner von denen. Wir arbeiteten mit der Zaubermeisterin Benele zusammen. Ich habe sie aus den Augen verloren, als die Zombies angriffen. Jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Diese Kultisten entweihen unsere Toten. Das ist ein Frevel an Tuvaka. Doch meine Wunden gebieten meinem Schwert Einhalt. Ja. Vielleicht solltest du auch einfach ins Lager gehen. Blutdornen entweihen die Soldaten der Löwengarde, die in den Ruinen getötet wurden. Sie erwecken sie als Zombies. Mit einem heiligen Abzeichen könnt ihr die Leichname weihen. Das wird verhindern, dass man sie als Untote erweckt. Ja, sollten wir tun. Nicht nur, damit die Armen geschont werden, beziehungsweise nicht wieder erweckt werden, auch einfach, dass wir nicht noch mehr Feinde hier haben. Darauf können wir, denke ich, verzichten. So, aber erstmal gucken wir noch in das Tagebuch. So, da das zur Story gehört, lesen wir es mal eben durch. Der Talisman ist hier, ich bin mir sicher. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass der Mitternachtstalisman ein Relikt, das meiner Ansicht nach der Schlüssel für den Sieg über Angoff ist, in diesen Hügeln versteckt ist. Und dank weiterer Nachforschungen konnte ich den genauen Ort ermitteln, an dem es versteckt ist. Ich weiß, dass Kommandant Maron das nicht gefallen wird, aber diese Gelegenheit darf ich mir einfach nicht entgehen lassen. Ich muss den Talisman beschaffen und ich darf keine Zeit verlieren. Ich glaube, dass die Gruft in der Felswand im Norden unseres Lagers die letzte Ruhestätte des Talismans ist. Leider wird unser Lager im Moment angegriffen. Untote Kreaturen greifen uns unerbittlich von allen Seiten an. Die Soldaten der Löwengarde werden schwächer mit jedem Angriff, den sie abwehren. Ich werde ihnen am Morgen den Rückzug ins Feldlager befehlen, wenn wir am Morgen noch leben. Dann mache ich mich auf den Weg zur Höhle im Norden. Alles klar. Also, Höhle im Norden. Mal gerade schauen. Da. Also tatsächlich direkt da neben dem Lager. Und da müssen wir ja auch hin, um die Leichen zu weiden, damit sie eben nicht zu Zombies werden. Es geht hier oben. Dornverwüsterin. Muss ich jetzt die Zombies weihen oder muss ich... Nee, da, das ist doch... Genau, da ist doch einer von der Löwengarde. Ja. Ah ja. Ich dachte erst, das wird spektakulärer aussehen, aber... Scheinbar nicht. Oh, oh Gott, das war eine ganz schlechte Idee. Da einfach stumpf in die Dreiergruppe da reingelaufen. Das war nicht so intelligent, muss ich sagen. Ich hoffe mal, die evaden jetzt gleich. Hallo, dreht einfach wieder um, bitte. Dreht einfach wieder um. Einfach wieder umdrehen. Oh Gott, da kommt der Zauberer von denen. Zum Glück machen die nicht so viel Schaden. Was ist hier denn nicht in Ordnung? So. Ich renne weiterhin einfach vor denen davon. Gucken, eigentlich müssten sie jetzt irgendwann mal weg sein. Kann ja nicht sein, dass sie mich auf ewig verfolgen.
So, ich glaube jetzt tatsächlich. Ja, er will nichts von mir. Mal gucken, vielleicht sind ja auch in der Krypta drin noch welche. Aber eigentlich ist sie alleine gegangen, von daher. Ich geh jetzt einfach trotzdem mal hier rein. Kann er sonst immer noch wieder draußen die Quest machen. So, hier haben wir sie doch. Ich treffe so ungern neue Leute, wenn ich nicht in Bestform bin. Ist mein Haar in Ordnung? Sitzt meine Robe auch richtig? Ja, du siehst wundervoll aus, nur irgendwie scheint was mit deinem Arm nicht in Ordnung zu sein. Kommandant Alles? Ein guter Mann und ein guter Soldat. Aber wie habt ihr mich gefunden? Ja, das solltest du, glaube ich, als Marion am besten wissen. Habe ich das? Wusste ich doch, dass ich mein Tagebuch irgendwo verloren hatte. Aber ich habe euch noch gar nicht die aufregendsten Neuigkeiten erzählt. Ich habe den Mitternachtstalisman gefunden. Damit können wir Angoffs Barriere bei Khat Bedraut durchbrechen. Wir müssen dieses wunderschöne kleine Relikt nur wieder aufladen. Auch das noch. Gefällt euch der Name? Ich habe ihn mir selbst ausgedacht. Klingt doch sehr verheißungsvoll, oder? Jedenfalls ist es ein dädrisches Relikt zur Beeinflussung von Portalen ins Reich des Vergessens. Wenn man weiß, wie man den Talisman benutzt, kommt man mit ihm an arkanen Barrieren vorbei. Und ich weiß, wie man ihn benutzt. Irgendwie scheint sie mir noch so ein halbes kleines Kind zu sein hier. Der Talisman wäre der Schlüssel zum Sieg über Angoff. Doch seine Macht ist aufgebraucht. Wir müssen den Talisman aufladen. Dann haben wir endlich eine Chance, uns um Angoff zu kümmern und die Schlacht zu ihm zu tragen. Ja, dann sag mir doch mal, wie ich ihn wieder auflade. Ich kenne ein Ritual, das den Talisman aufladen und seine alte Macht wiederherstellen kann. Es gibt eine uralte Wirtsstätte am Strand hier in der Nähe. Wir können sie als Fokus für das Ritual benutzen. Ja, kannst du mir denn dabei helfen oder bist du zu stark verletzt? Ich muss mich nur einen Moment ausruhen. Danach kann ich dorthin gehen und habe genug Energie für das Ritual. Hier, nehmt den Talisman und geht schon einmal vor. Ich treffe euch dort. Alles klar. Ja, sie scheint ja sowieso sich teleportieren zu können und was weiß ich nicht alles. Glaub, da ist sie auf unsere Hilfe nicht groß angewiesen. Am ehesten hätten wir noch Hilfe bekommen können, aber natürlich mal wieder nicht. Also ich guck mal, dass ich in der Zwischenzeit hier noch. Aua, ich hab doch geblockt. Das hat schon mal nicht gereicht. Den habe ich mir hier gerade befreit. Geh weg. Gerade extra hier den Mob daneben gemacht. Ja. Okay, ich darf scheinbar nicht wegziehen oder es war tatsächlich einfach nur ein kurzer Bug. Nach da unten muss ich. Jetzt ist die Frage, komme ich hier irgendwie runter? Nein, da komme ich nicht einfach so runter. Das war knapp. Hätte auch schief gehen können. Okay. Die hatte jetzt nicht besonders viel Leben. Also natürlich, ich mache mittlerweile einfach mehr Schaden, oder aber... Ja, oder aber die haben einfach kein Leben. Gucken wir nochmal kurz hier in den Turm rein. Vielleicht ist hier noch einer. Ja, Tatsache. So, die Quest ist auch fertig. Wo ist er? Er ist in der Stadt, okay. Das heißt, wir können jetzt erstmal in aller Ruhe das Ritual durchführen. Hier einfach runter. Komm, wir riskieren es einfach mal. Einfach mal riskiert. Sehr gut, ist gut gegangen. So, das Erz mal eben noch mitnehmen. Ist er da so? Okay, auch einfach ein Spieler. Level 16 und hier immer noch unterwegs. Also entweder die machen unglaublich viele Nebenquests oder ich weiß nicht, ob man über PvP groß levelt, aber manche sind hier einfach viel zu hoch gefühlt. Natürlich, und ich bin natürlich auch noch ein bisschen zu niedrig. So, mal gucken, was wir über das Ritual geschafft. Wissen müssen. Keine Zombiebisse oder ähnliches. Nö, nicht, dass ich welche gesehen habe. Ich habe eine Inschrift in der Krypta gefunden. Sie beschrieb das Relikt in bemerkenswerten Einzelheiten. Anscheinend kann der Talisman seine Energie unmittelbar aus dem Land selbst ziehen. Uralte Magie sättigt den Boden dieser Städte. Sie ist der perfekte Ort, um das Ritual der Wiederaufladung durchzuführen. Das freut mich. Und wie machen wir das? Ich führe das Ritual durch. Ihr steht da und seht heroisch aus. Einfach, oder? Seid ihr bereit? Das kann ich. Das kann ich. Da bin ich der Beste drin.
Geschafft. Aber irgendwas stimmt da nicht. Die wollten mir doch nicht etwa meine Seele aussaugen. Das schien nicht richtig. Das Ritual ist geglückt, aber irgendetwas Grässliches hat mich angeblickt, als ich Energie in das Relikt leitete. Ich glaube, dass etwas im Talisman gefangen ist. Warum hat sie einen Energiestrahl auf mich gewirkt? Da bin ich irgendwie nicht mit zufrieden. Was auch immer in diesem Relikt ist, ist uns sicher nicht freundlich gesonnen. Wir können versuchen, es mit dem Weissagestein der Wirt in dem Kreis ein Stück den Strand hoch auszutreiben. Legt den Talisman auf den Stein und tötet, was auch immer aus ihm hervorbricht. Das sollte reichen. Alles klar, allein machen wir. Schon hierher zu kommen, hat mich mehr erschöpft, als es eigentlich sollte. Ich denke, dass ihr mit dem, was auch immer im Talisman gefangen ist, schon fertig werdet. Ich bin ziemlich sicher, dass es nur eine Unheilsbrut oder ein niederer Scamp ist. Gut, dass du dir da so sicher bist. Ich bin mir das noch nicht. So, wie weit müssen wir dafür gehen? Ja, das packen wir mal auch noch in die Folge rein. Dann wird die Folge zwar ein bisschen länger, aber dann kann ich mich, denke ich, beim nächsten Mal schon, beziehungsweise dann kann ich mich direkt auf den Rückweg machen und muss das nicht in die nächste Folge reinpacken. Muss euch mit langweiligem Rumgelaufe nerven. Oder langweilen nerven. Will ich mal nicht hoffen, dass ich euch hier nerve. So, Level 16 und 18. Meine Güte. So, das Weissagebecken. Ich sehe euch, kleiner Sterblicher. Ich bewache diesen Talisman seit zahllosen Jahrhunderten. Und ihr wollt ihn mir entreißen? Niemals. Ich werde euch persönlich zur Molag-Bahn zurückschicken. Wow. Gut, wir haben jetzt natürlich nicht besonders viel über den Questverlauf hier mitbekommen. Also beziehungsweise über den Kampf mitbekommen, weil eigentlich war das ein Elite-Gegner, da uns der nette Level 18er hier geholfen hat. Aber, ja, gerade gucken, kann ich eigentlich schreiben? Ich habe ja den Chat eigentlich aus. Bedanke mich einfach mal auch, wenn ich nichts lesen kann. So, dann sprechen wir nochmal mit ihr. Julianus, ich habe mich geirrt. Das Ding in dem Talisman ist viel stärker als gedacht. Verzeiht mir. Ja, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich hatte ja Hilfe. Dremora? Oh, die sind übel. Entschuldigt. Zumindest ist das Ding jetzt weg. Und wir können den Talisman nun einsetzen. Ich habe genug Energie, um ein Portal zu öffnen, das wir beide benutzen können. Seid ihr bereit, zum Feldlager zu gehen? Oh, das ist aber nett, dass ihr uns hier auch noch durchs Portal lässt. Dann gehen wir da noch eben durch. Und ja, ich verabschiede mich hier im Ladescreen schon mal, bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein, wenn wir dann vielleicht einen Weg finden oder wenn wir dann uns auf den Weg zu Angorf machen. Bis dann!